Beim Wirtschaftsgespräch der Dortmunder Volksbank herrschte wieder großer Andrang und gespannte Erwartung. Denn jedes Jahr können sich die Gäste hier auf ein interessantes und hochkarätig besetztes Event freuen. Zunächst eröffnete Gastgeber und Vorstandsvorsitzender der Dortmunder Volksbank Martin Eul den Abend und gab einen Überblick über die Lage der Bankenbranche. Dann ging es weiter mit Christoph Eichhorn, deutscher Botschafter in Estland. Estland gilt als digitales Wunderland, in dem von der Steuererklärung über den Autokauf bis zu sämtlichen Dienstleistungen der Verwaltung ganz selbstverständlich alles auf digitalem Wege erledigt wird. Christoph Eichhorn erklärte, wie die Esten an die Digitalisierung herangehen. Die Esten haben den gleichen Anspruch an Datenschutz wie die Deutschen auch. Die Esten sind aber, wie gesagt, sehr pragmatische Leute. Das heißt, sie überlegen sich, was kann ich machen, damit der Bürger Vertrauen hat. Und das heißt, der Bürger kontrolliert seine Daten selber. Das heißt, ich habe als Bürger einen sehr viel stärkeren Zugriff auf meine eigenen Daten. Das kann ich mit einer deutschen Stadtverwaltung nicht machen. Auch da kann man sich in Estland angucken, wie man es anders organisiert. Und wenn man es anders organisiert, wird das Vertrauen der Bürger in den Datenschutz steigen. Und das ist das, was wir wollen. Nach seinem charmanten und unterhaltsamen Vortrag diskutierte Christoph Eichhorn noch mit Ruhrnachrichten-Chefredakteur Dr. Wolfram Kiewit. Insgesamt kann man sagen, die Botschaften des Botschafters kamen an. War wie immer eine ganz tolle und gelungene Veranstaltung zu einem super spannenden Thema Digitalisierung, was uns ja auch ganz besonders betrifft. Und was mir natürlich gefallen haben, wie die Esten das angegangen sind, einfach dazu sagen, wir machen das, dem Bürger gehören die Daten. Und ich glaube, da sollten wir uns vielleicht doch das eine oder andere davon abgucken. Martin Eul bedankte sich herzlich beim Botschafter. Denn dank Gästen wie Christoph Eichhorn wird das Wirtschaftsgespräch jedes Jahr ein besonderes Event. Die Wirtschaftsgespräche in der Dortmunder Volksbank gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bin auch fast jedes Mal dabei, ich glaube jetzt schon zum 17. Mal. Und die Gäste, die eingeladen werden, sind wirklich hervorragend. Dann ist natürlich dann auch das Publikum, die Gäste, die hier sind, wo man sicherlich noch das ein oder andere anregende Gespräch führen kann. Und das taten die Gäste auch noch gerne. Auch wenn sich estische Verhältnisse nicht so einfach auf Deutsch übertragen lassen, kann es nur inspirieren, mal über den eigenen deutschen Tellerrand hinauszuschauen.